Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat im Donetsker Gebiet in der umkämpften Stadt Avdijivka Osterwünsche an Soldaten übermittelt und Orden verliehen. Der Staatschef war offenbar ohne Helm und Schutzweste vor Ort. Моя честь сьогодні бути тут, подякувати вам за вашу службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, сім'ї наші. І хотів би також привітати вас з усіма святами, з Великоднем, побажати вам тільки перемоги, того, що бажаю кожному українцю і те, що дійсно дуже так важливо нам всім. Vor dem russischen Einmarsch lebten in Avdijivka rund 30.000 Einwohner. Die Industriestadt ist ähnlich hart umkämpft wie das nordöstlich gelegene Bachmut. Die meisten Ukrainer feierten wie bei Kriegsgegner Russland am vergangenen Sonntag das orthodoxe Osterfest.